Husten und Atemnot, vor allem bei körperlicher Belastung, das sind typische Symptome einer Lungenerkrankung wie COPD oder Asthma. Doch bei jüngeren Patienten oder Nichtrauchern sollten Ärzte hellhörig werden, denn es kann auch eine genetische Erkrankung dahinter stecken, namens Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Dabei wird in der Leber ein Eiweiß nicht produziert, das normalerweise die Lunge schützt. Die Folge ist eine schleichende Zerstörung der Lungenbläschen und Überblähung der Lunge, das Lungenemphysem. In Österreich sind vermutlich bis zu 2000 Menschen davon betroffen. Seit fast 20 Jahren lebt Franz Berger am Schneeberg. Gemeinsam mit seiner Frau genießt der frühpensionierte Lehrer Wanderungen in der reinen, guten Luft. Er ist wegen eines Lungenleidens aufs Land gezogen. Am 20. Jänner 2013 wurde Franz Berger lungentransplantiert. Dieser Test zeigt, dass seine neue Lunge gut funktioniert. Es ist seine Lunge seit knapp 1,5 Jahren. Sein eigenes Organ hatte kaum noch gearbeitet. 64. Oh, das ist schief, ne? Es ist schleichend gegangen. Ich habe die ersten Anzeichen beim Sport gemerkt, dass mir die Luft etwas weniger geworden ist. Und habe im Vergleich mit Gleichaltrigen, auch Älteren, gemerkt, dass ich da nicht mehr so mit kann. Bei Bewegungen, beim Laufen, beim Skifahren. Der Arzt riet dem damals 40-Jährigen weniger zu rauchen. Doch das Leiden ging weiter. Mit 48 bekam er die Diagnose Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Das ist ein angeborener Gendefekt. Es fehlt ein Enzym, das bei der Abwehr von Krankheitserregern das gesunde Lungengewebe schützt. Die Lungenbläschen werden zerstört und die Lunge überbläht. Diese Krankheit hat fast niemand gekannt. Selbst meine Mutter hat das lange nicht geglaubt und nicht verstanden, dass diese Krankheit sich so auswirken wird. Und ich bin da schon einigen Anfeindungen ausgesetzt gewesen in dieser Zeit. Und das Eigenartige dabei ist, man sieht ja im Gesicht nicht an, dass jemand in der Lunge kaputt ist. Harald Idinger hat immer viel Sport betrieben. Doch als er ein Gesundheitszeugnis für einen Tauchurlaub wollte, war seine Lungenfunktion zu schlecht. Es dauerte 4 Jahre, bis er die richtige Diagnose bekam, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Er hat aufgehört zu rauchen, die Voraussetzung, dass er eine teure Infusion bekommt, die das fehlende Schutzenzym ersetzt. Das kann das Fortschreiten der Krankheit zumindest verlangsamen. Einen Stock schaffe ich vielleicht, und den aber langsam und den schon mit Lippenbremse-Technik und 2 Stufen einatmen und 3 Stufen ausatmen. Also ich habe schon richtige Technik entwickelt. Ich kann zwar einatmen, aber ich kriege die Luft nicht hinaus. Sprich, wir sind alle aufgebläht. Die Lippenbremse ist nichts anderes, dass man versucht, vermehrt auszublasen mit ein bisschen Widerstand. Sprich, also ich verhindere, dass es gleich rausgeht. Und somit habe ich Chance, dass ich ein bisschen mehr rausbringe. Und dadurch komme ich ein bisschen weiter. Um aktiv und fit zu bleiben, hat sich Harald Idinger ein E-Bike gekauft. Er hat auch um eine ambulante Lungenrehabilitation angesucht, wo er mit Sauerstoffzufuhr Ausdauer- und Krafttraining machen kann. Ich bin halt sehr eingeschränkt, weil halt mein Luftvolumen sehr gering ist. Aber es ist, der Vorteil ist der, es geht nicht von heute auf morgen. Sprich, man kann sich eigentlich darauf einstellen. Ne? Aber es ist natürlich schon, das Ziel ist dann irgendwann eine Lunge zu bekommen, weil dann ist die Lebensqualität, glaube ich, wieder viel besser. Harald Idinger probiert hier einen neuen Schnelltest, der die Diagnose der Erberkrankung erleichtern soll. Denn im Durchschnitt dauert es 7 Jahre, bis der Gendefekt erkannt wird. Der Test wird kostenlos Allgemeinmedizinern und Lungenfachärzten zur Verfügung gestellt. Wenn das Ergebnis positiv ist, soll der Arzt den Betroffenen zur weiteren Abklärung in eine Spezialambulanz überweisen, wie hier im Wiener Wilhelminenspital. Mit dem Test erwarte ich mir, dass diese Zeitspanne deutlich verkürzt wird, weil es für den Patienten enorm wichtig ist, dass es einfach rechtzeitig erkannt wird. Weil es auch wirklich wichtig ist, zum Beispiel, dass sie aufhören zu rauchen, wenn es Raucher sind, dass sie eventuell Berufsveränderungen in Angriff nehmen, wenn sie Staubexposition, also Staubbelastung haben. All diese Dinge sollten möglichst rasch dem Patienten mitgeteilt werden, damit sie auch möglichst rasch auch einer Therapie zugeführt werden können, die in einer wöchentlichen Infusion zum Beispiel sich darstellt. Und um diese Zeitspanne zu verkürzen, ist der Test enorm wichtig. Franz Berger findet den neuen Schnelltest sehr hilfreich. Auch bei ihm hat es 8 Jahre gedauert, bis er die richtige Diagnose bekam. 10 Jahre erhielt er die Enzyminfusion und ist so bei Kräften geblieben, um fit genug für die Lungentransplantation zu sein. Um Abstoßungsreaktionen zu vermeiden, muss er täglich viele Tabletten einnehmen und Infektionen vermeiden.
Franz Berger gilt nicht als geheilt. Das Enzym fehlt weiter. Doch die neue Lunge hat seine Lebensqualität verbessert. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich diese Lunge bekommen habe und werde sie schonen und hoffen, dass sie möglichst lange mein Leben verlängert und mich bereichert in meinem Leben.